Ja, Gamescom Tag Nummer 2 fängt doch schon mal gut an. Mit einem Stau. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich fahren kann. Die eine dreiviertel Stunde und die andere noch 26 Minuten. Die 26 Minuten, glaube ich, erreiche ich auf der Strecke nicht, aber die 45 möchte ich auch nicht fahren, weil wenn das hier kurz nur diese Autobahnkreuz ist, dann komme ich gut voran. Dann ist alles gut. Gerade habe ich gedacht, das ist alles wegen einem Unfall, aber anscheinend doch nicht. Ich hätte in der Zeit überholen können. Ich hätte einen Kilometer Vorsprung gehabt. Aber nee. Lieber stehe ich. Ich bin schon zu spät losgefahren. Ich muss noch was machen und jetzt werde ich wohl 35 Minuten ankommen. Und das nur beim Parkplatz. Für die Leute, die bei Gamescom schon mal waren, die wissen, was es heißt. Jetzt sind wir gespannt, wann ich da ankomme. Bisschen Fernsehen gucken noch, ein bisschen Autobahn A2 gucken. Vor allem dieser Mute-Knopf hier ist so winzig, sonst kenne ich den so extrem groß. Leute, Tag Nummer 2 ist vorbei. Es war Hammer. Ich habe mich fast geschlagen um die Karten, um Autogramme von Pete mit. Ich habe 3 konnte ich ergreifen, 2 habe ich nicht. Ich habe Jay nicht, leider. Und ich habe Ram nicht, leider. Dafür als erstes Pete. Leider. Naja, jedenfalls, das war der Tag. Morgen geht's sogar noch feiern. Mal gucken, ob ich da was aufnehme. Aftershow-Party. Mal gucken, wer da ist. Ob man jemand Bekanntes wie ein Berühmtes sieht. Und dann würde ich sagen, adieu, adieu. Bis zum nächsten Mal. Sagt der Menzi. Bis morgen. Jimmy! Hi, Jimmy!
Ich steige.